Wenn man sich mit der Literatur beschäftigt, dann kann das mitunter auch mal ganz schön viel Zeit in Anspruch nehmen. Und so sind auch meine Videos hier manchmal zwischen einer Dreiviertelstunde und einer Stunde lang. Einige von euch interessieren sich natürlich durchaus für Literatur, sonst wären sie hier nicht auf meinem Kanal gelandet. Aber sie haben vielleicht weder die Zeit noch die Muße oder die Lust, dann direkt so lange Videos dann dazu sich anschauen zu müssen. Und für all diejenigen gibt es jetzt in Zukunft den Literatur-Quickie. Der Literatur-Quickie ist jeweils ein Video zwischen ungefähr 3 bis vielleicht maximal 5 Minuten zu einem Stück Literatur. Das muss nicht immer Weltliteratur sein, aber das ist das ganz häufig gehört das letztlich auch zu diesem sogenannten Kanon. Ja, die Idee habe ich geklaut. Und zwar habe ich das übernommen von eigentlich von Whisky-Tasting-Videos. Und zwar habe ich ja gesehen, der Peter von Whisky Turntable, der hat immer auch sehr ausführliche Vergleiche von Whiskys, auch mal sehr außergewöhnliche Abfüllungen, und da nimmt er sich auch sehr lange Zeit für. Und dann hat er als Gegenstück praktisch mal diese sogenannte Whisky-Quickies gemacht. Das heißt also auch so kurze Videos. Da hat er sogenannte Standardabfüllungen, also Abfüllungen, die sich so an jedermann auch irgendwie wenden. Und die eben auch so letztlich so einen gewissen Kanon ausmachen. Und die hat er dann so nebenbei eben auch noch so eingebracht, diese Videos. Das fand ich eine ganz tolle Idee. Da habe ich gedacht, Mensch, das kannst du auch machen. Und zwar einfach nur umgemünzt auf die Literatur. Und so werden diese Literatur-Quickies eben keinesfalls die längeren, intensiveren Videos ersetzen. Aber sie treten sozusagen daneben. Und sie werden dann auch in der Regel keine so ausführlichen Betrachtungen sein, und sie werden sich auch vielleicht nicht den ganz aktuellen Büchern zuwenden, sondern, das gibt es ja auch schon sehr zahlreich auf YouTube, sondern eher so den sogenannten Klassikern oder zumindest älteren Büchern, die vielleicht es verdienen, auch Klassiker genannt zu werden. Also ein bisschen entsprechend so den Standard-Whiskys in der Whisky-Branche. Ja, das ist die Idee. Ihr werdet also nach wie vor die längeren Videos auch durchaus vorfinden. Und ich werde zu einigen Büchern, zu denen ich auch längere Videos gemacht habe, immer wieder mal Literatur-Quickie machen. Aber auch zu Büchern, die ich überhaupt nicht so lange irgendwie so umfangreich irgendwie dann auch besprechen möchte, sondern einfach mal so querbeet durch die Literatur. Das könnte ich mir sehr interessant vorstellen, und ich würde mich freuen, wenn ihr es auch interessant fändet. Gebt mir doch bitte mal dahingehend ein Feedback. Und bis dahin, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.